Herzlich willkommen bei Ländle TV Der Tag. Wie gewohnt blicken wir am Ende der Woche nochmals zurück auf die Highlights. Am vergangenen Wochenende ging in Lech-Zürs der Weiße Ring das Rennen 2017 über die Bühne. Die Highlights sehen Sie jetzt. Die Bedingungen für eines der wohl längsten Skirennen Europas, der Weiße Ring, das Rennen 2017 in Lech-Zürs, waren exzellent. Über 1000 Teilnehmer stellten sich der anspruchsvollen Rennstrecke bei der 11. Auflage des Rennens mit 22 Kilometern und über 5500 Höhenmetern. Der Vorarlberger Lokalmatador Ricardo Rädler aus Möckers stand am Ende zum dritten Mal in Folge ganz oben auf dem Podium. Auf den zweiten Platz schaffte es der Ex-Weltcupläufer Peppi Strobel, gefolgt von dem Allgäuer Bastian Daschner. Ja, gelandet bin ich auf dem ersten Platz. Ja, fühlen wir großartig. Cool, dass ich mal das ganze Rennen mal gewonnen habe, weil davor bin ich immer bloß ohne Marloch gefahren und heuer ist zum Glück einmal das Marloch dabei gewesen und habe gewonnen. Oh, ich bin sehr zufrieden, ich bin ja schon in der Altersklasse, die haben ja gewonnen. Und die Jungen, die kommen jedes Jahr nach, sind jedes Jahr schneller. Und ich halte noch relativ gut mit denen. Aber natürlich, wenn man fährt, dann will man das Beste geben und gibt das Beste. Aber eben das Rad der Zeit, das dreht sich weiter natürlich und das merkt man. Aber ich bin nur 7 Sekunden hinten, da kann ich schon zufrieden sein. Ricardo Rädler holte sich mit einer Zeit von 46 Minuten und 30 Sekunden den Sieg. Somit blieb der Streckenrekord von Patrick Ortlieb von 44 Minuten und 35 Sekunden aus dem Jahr 2008 unangetastet. Strecke war Traum, Rennen war Traum, Wetter Traum. Was will man mehr als einer, der den Skisport lebt und der auch in Lech leben darf? Es war ein faires Rennen, die Kollegen haben sich alle top verhalten. Es hat keine Rempel eingeben und bin froh, dass sie heil im Ziel bin. Bei den Damen setzte sich die Götznerin Alexandra Scheier vor Paulina Wirth aus Schruns durch. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bin ja den Weißen Ring das erste Mal dabei. Und ja, ich bin froh, dass ich heil unten bin und die Schnellste noch zu sein, das ist richtig cool. Ja, das Ziel ist natürlich immer zu gewinnen, aber natürlich, da ich die Strecke das erste Mal fahre, habe ich das überhaupt nicht einschätzen können, wie das mit den Liften ist und ja. So ist es eigentlich ganz gut. Ja, habe ich den dritten Platz erreicht und ja, ich bin glücklich, ich bin gesund im Ziel und es war ein sehr schöner Tag. Die 11. Auflage des Weißen Rings war für die Vorarlberger Sportler also ein voller Erfolg. Vorarlberger also an der Spitze beim Weißen Ring 2017. Wir bleiben beim Wintersport. Sicheres Vorarlberg gibt einige Tipps für ein sicheres Rodelvergnügen. Rodeln erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Gerade für Familien ist das Runterrauschen auf den Kufen eine tolle Winterbeschäftigung. Damit es aber auch wirklich Spaß macht, sollte man einige Dinge beachten. Das fängt schon vor dem eigentlichen Rodeln an. Wenn man anfängt Rodeln, dann muss man sich einmal bewusst sein, wo fange ich an? Also ich brauche eine lichte Strecke. Am besten ist zum Anfang ein Rodelhügel und nicht gleich eine Rodelbahn, wo seitlich das Gelände auch gefährlich ist. Und man sollte auch die Regeln kennen. Und wichtig ist auch, wenn man sich dann längere Strecken erwagt, zum Beispiel Güterwege und so, dann ist auch wichtig, dass man mit einer Strecke vertraut ist, dass man weiß, wo Kurven sind. Ein wichtiger Punkt ist dann natürlich auch die Rodel selbst. Hier gibt es verschiedenste Varianten, nicht alle sind aber wirklich ideal. Rodel ist nicht gleich Rodel. Dass man da schaut, wenn man neue Rodel anschafft, was man her tut. Es gibt die einfache, die billige Rodel und dort ist einfach das Problem, das sind die starre. Also wenn man die vorne bewegt, ein Hörnli sage ich jetzt einmal, dann sind die starr. Und es gibt bewegliche Rödel, die lassen sich auch besser lenken. Bezüglich Ausstattung ist auch die Kleidung nicht zu vergessen. Winterbekleidung, Handschuhe, gutes und festes Schuhwerk, Skibrille und Helm gehören auf jeden Fall dazu. Wenn es dann auf die Rodelstrecke geht, gibt es wie beim Skifahren einige Verhaltensregeln. Wenn ein Weg ist, dass man hintereinander läuft,
dass die Bahn frei bleibt, weil man kann den Film, wenn jemand schnell kommt, nicht so schnell auf die Seite jucken. Ob im Abfahren, wenn man mal einen Stillstand hat, ist auch wichtig, dass man nicht mit dem Weg stehen bleibt, sondern gleich schaut, wer nachkommt. Bahn frei halten und frei machen ist die Devise. Also nicht liegend, also mit dem Kopf nach vorne oder das Bobfahren, das drei Rödel hintereinander, das ist wirklich gefährlich. Also nicht mit dem Kopf vorne fahren. Und beim Rodel, wenn man eine Gleitstrecke hat und ein bisschen laufen lässt, geht es natürlich besser, wenn man sich ein bisschen zurücklehnt. Aber beim Bremsen ist wichtig, dass man den aufsitzt und dass man wirklich den Druck mit den Füßen auf den Boden bringt. Ein guter Schuh mit einem guten Profil ist für Aufstieg wichtig und noch wichtiger für die Abfahrt, für das Bremsen auch. Wenn man es nur mal bremst, hat der Rodel einfach vorne nach oben heben, dass man den Druck hinten auf die Kante bringt. Diese Woche startete das Kachelmann-Wetter hier auf Ländle-TV. Auf was sich die Besucher in den nächsten Wochen freuen dürfen, das erzählte mir Jörg Kachelmann in einem kurzen Gespräch. Wir starten ab heute mit dem Kachelmann-Wetter bei Ländle-TV. Was dürfen wir erwarten? Hoffentlich viele richtige Wettervorhersagen. Wir haben ja leider nicht 20, 25 Minuten Zeit, die wir das natürlich gerne hätten, sondern wir müssen uns ein bisschen kürzer fassen. Notfalls gibt es ja eben noch das kachelmannwetter.com, wo man nachschauen kann. Die beste Sache ist übrigens das Super HD dort. Also damit sie nicht lange rum, überall wo Super HD draufsteht, da ist das beste Wetter drin und die beste Möglichkeit halt, wenn man nicht so viel Zeit hat für zum im Internet, einfach hier schauen, es ist ja spannend. Heute ist jetzt noch der Stinkdunst hier unten und morgen sieht man schon die Schneefahnen auf den Bergen. Und ich kann leider nicht, ich kann nur könnt Schweizerdeutsch reden oder Piefkine, also Deutsch. Aber ich glaube, Mon guter Föhn. Ja, das ist das Maximum, was ich noch. Ich rechne, dass Mon der Föhn gut. Im Mund der Fuh. Das war's von den Wochenhighlights. Sie sehen im Anschluss noch das Kachelmann-Wetter von und mit Peter Hinteregger. Ich verabschiede mich bei Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch am Montag wieder einschalten. Tschüss. Servus miteinander vom Krischberg im Silbertal. Ich habe euch eine super Läupe präpariert bei dem traumhaften Wetter. Und wer das Wetter die nächste Zeit wird, das zeige ich euch. Heute zusammen beim Ländle-TV Wetter. Am Samstag hat der Föhn geschwächelt, hat nachgelassen und jetzt zum Sonntag hin sieht es eigentlich optimal aus, wer zum Wintersport in die Berge will. Die Sonne scheint, es gibt viel Sonnenschein, ein paar Federwolken, Schleierwolken in großer Höhe, aber die stören eigentlich das Wintersportvergnügen nicht. Es ist vielleicht der Himmel nicht mehr so kitschig blau wie in den letzten 14 Tagen. Da hatten wir eben dieses Hochdruckgebiet, das unten den Nebel und den Hochnebel brachte und oben diese tolle Fernsicht und den strahlend blauen Himmel. Nun haben wir am Sonntag also ein paar Wolken da, die ziehen im Laufe des Tages so von der Schweiz her, vom Rätikon her auf, auch Silvretta, etwas mehr oder etwas milchiger Sonnenschein, aber wie gesagt, kaum, dass es störend ist zum Wintersport. Ganz viel Sonnenschein gibt es so Richtung Arlbergregion, dann auch Kleinwalsertal, Bregenzer Wald, da sieht es richtig toll noch aus am Sonntag und die Temperaturen im Laufe des Sonntagsnachmittags bei 3, 4 Grad plus. Die Nebel-Hochnebelfelder, so im Rheindelta Richtung Bodensee, Laiblachtal, die verschwinden auch. Und das bedeutet auch dort, setzt sich nun endlich mal die Sonne besser durch. Am Morgen noch Temperaturen minus 2, minus 3 Grad. Aber wie gesagt, tagsüber wird es dann überall im Ländle frostfrei. Schauen wir noch auf die weiteren Aussichten zum Start in die neue Woche. Man kann sagen, das Wetter hält eigentlich am Wochenende noch durch. Danach gibt es etwas mehr Wolken zum Start in den Montag. Da haben wir dann doch einige dichtere Wolkenfelder, die schon auftauchen. Es sollte aber im Wesentlichen trocken bleiben. Und am Dienstag viele Wolken, wenig Sonnenschein. Nach jetzigem Stand bleibt es aber auch dort noch trocken. Temperaturen jeweils in der Nacht leicht frostig oder um die 0 Grad und tagsüber 5 bis 6 Grad plus. Mehr Wetter auf kachelmannwetter.com. Für Gott bei Ländle TV.